Das Stadio dell'Alpi, die Heimstätte von Juventus Turin. Fassungsvermögen 70.000 Zuschauer, verkaufte Abonnements 30.000. Fanclubs 20.000 in der ganzen Welt. Juventus, die Nummer 1 in Italien, 23 Mal Meister, 9 Mal Cupsieger. Die internationalen Erfolge, 2 Mal Meistercup, 3 Mal UEFA Cup, je einmal Cup der Cupsieger, Supercup und Weltcup. Der Unterschied zu Rapid liegt in der internationalen Erfahrung, in der Tradition, in der Struktur des Vereins. Alle diese Unterschiede sprechen für uns und gegen Rapid. Aber wenn eine Mannschaft hundertprozentig motiviert und begeistert ist, kann sie solche Unterschiede wettmachen. Juventus, eine Mannschaft voller Millionenstars. Juventus ist eine großartige Mannschaft, ein Kollektiv mit hochveranlagten Spielern. Viele sind noch jung und können noch besser werden. Das Wichtigste, keiner darf abheben. Jeder Einzelne ist ein wichtiger Bestandteil des gesamten Teams. Juventus, eine Mannschaft, wo sogar der Coach im Training Hand anlegt. Juventus, auch ohne den verletzten Spielmacher, eine Klasse für sich. Ich weiß nicht, wie sehr ich der Mannschaft fehle. Ich spiele nicht, wir sind an der Tabellenspitze und spielen auch in der Champions League ausgezeichnet. Das Team ist in einer fantastischen mentalen Verfassung. Das ist sehr wichtig, denn die Saison ist lang und wir dürfen uns keinen Umfall erleisten. Juventus Turin, einfach eine Mannschaft der Superlative. Naja, angesichts dieser vielen Superlativen müssten die Rapid-Spieler jetzt eigentlich ehrfürchtig in die Knie gehen, das tun sie aber heute Abend ganz sicher nicht. Der berühmte, berüchtigte Rapid-Geist ist mit in Turin und wird hoffentlich heute ausgepackt, auch wenn die Ausgangssituation für den österreichischen Meister ja nicht die allerbeste ist. Sie wissen sicher, Rapid ist über Achtungserfolge bisher noch nicht so richtig hinausgekommen in der Champions League und Juventus hat sich leider, muss man fast sagen, noch keinen Umfaller geleistet. Der italienische Titelverteidiger bereits am ersten Spieltag souverän. Im Stadio delle Alpi ein ungefährdeter 1:0 Erfolg über Manchester United. Torschütze der Kroate Alen Boksic. Im Wiener Ernst-Happel-Stadion Rapids Auftakt in der Champions League gegen Fenerbahce Istanbul. Nach einem Abwehrfehler von Leszek erzielt Bolic das 1:0 für Fenerbahce. Grün-weißer Jubel nach 71 Minuten. Dem eingewechselten Stumpf gelingt per Kopf der verdiente Ausgleich. Rapid gegen Fenerbahce 1:1. Das zweite Spiel von Juventus, der zweite 1:0 Erfolg. Diesmal auswärts bei Fenerbahce. Juventus auch in Istanbul dominierend und wieder genügt ein Treffer zum Sieg. Torschütze wieder Boksic, wieder in der ersten Spielhälfte. Das zweite Auftreten von Rapid einfach mutlos. Eine 0:2 Niederlage in Manchester. Rapid wie das Kaninchen vor der Schlange. Nach 20 Minuten erzielt der Norweger Solskjær den Führungstreffer für die Briten. In Old Trafford passt nichts zusammen. Ungenauer Rückpass von Stöger. Beckham lässt sich die Chance nicht entgehen und erzielt in der 27. Minute das 2:0. Am dritten Spieltag die bisher beste Leistung von Rapid in der Champions League. Im Happelstadion ein 1:1 gegen Juventus Turin. Bereits nach 9 Minuten der Schock. 1:0 für die Italiener. Torschütze Vieri. In der 20. Minute gelingt der Ausgleich. Der vorher viel kritisierte Leszek erzielt per Freistoß das 1:1. In Gruppe C führt nach dem dritten Spieltag Juventus vor Manchester. Die Außenseiter Rapid und Fenerbahce auf den Plätzen 3 und 4. Damit kennen wir die Ausgangssituation für beide Mannschaften. Wir kennen den Gegner Juve
Und alles ist bereit für ein hoffentlich spannendes Match, für einen hochkarätigen Fußballabend hier bei uns im ORF. Und wir machen jetzt den ersten Blick ins Stadion nach Turin, denn mein Kollege Hans Huber hat dort unmittelbar vor dem Spiel den Rapid-Trainer Ernst Dokopil vors Mikrofon bekommen mit den neuesten Meldungen zum Spiel. Ja, hier in Turin angenehme Temperaturen im Stadio delle Alpi, das Stadion noch nicht allzu sehr gefüllt, aber die Fans werden hier noch kommen, etwa 25.000 bis 30.000 Zuschauer werden bei diesem Spiel erwartet. Ernst Dokopil, Sie haben die Aufstellung bekannt gegeben, dieselbe wie gegen Sturm, also sehr offensiv. Heißt das, Rapid spielt in diesem Match gegen Juventus Hop oder Trop? Nein, das können wir gar nicht so spielen, aber natürlich wollen wir auch versuchen, wenn sich eine Chance ergibt, diese wahrzunehmen. Die Mannschaft hat ja gegen Sturm mit zwei Spitzen, mit Mandreco und Stumpf gespielt. Wird das heute auch so aussehen oder ist Mandreco ein bisschen zurückgezogen? An und für sich sollte er an der Spitze spielen. Er soll sich natürlich viel bewegen. Er soll Unruhe in der gegnerischen Abwehr schaffen und natürlich an die Spitze gehen. Ja, wir spielen mit zwei. Nach dem Heimspiel hat es einige Kritik gegeben, man hätte sich zu leicht mit dem Unentschieden zufrieden gegeben, man hätte gar nicht versucht, noch einen Sieg herauszuholen. Ist die heutige Aufstellung sozusagen die Antwort auf diese Kritik? Nein, es ist an und für sich nicht die Antwort, denn ich habe diese Kritik gar nicht gehört. Es ist einfach so, dass man je nach Spielverlauf und nach der Stärke des Gegners im Spiel selbst reagieren muss. Man kann nicht auf Hop oder Drop spielen mit der Gefahr hin, dass man zu 90% das Verlusttor bekommt. Das ist sicher nicht so geplant. Der GAK hat gestern eine tolle Leistung gegen Inter Mailand geboten. Gibt das ein bisschen Auftrieb für das Spiel heute? Ja, natürlich. Man muss der GAK zu seiner Leistung gratulieren, die leider nicht belohnt wurde. Vielleicht haben wir heute mehr Glück. Danke vielmals, Ernst Dokopil. Und damit zunächst noch einmal zurück nach Wien. Damit wissen wir Bescheid, Rapid spielt nicht auf Hop oder Top, aber Rapid spielt auf Sieg, das können wir versprechen. Und Sie können jetzt auch auf Sieg spielen, tun Sie einfach mit bei unserem Gewinnspiel. Wer erzielte den Ausgleichstreffer für Rapid beim 1:1 im Heimspiel gegen Juventus Turin? Wenn Sie die Antwort wissen, rufen Sie 0667 717. Vielleicht gewinnen Sie die Bank Austria Plus Card, die Karte, die ein Sparbuch ist, mit einer Einlage von 10.000 Schilling. Also mitspielen und gewinnen, dieses Motto gilt auch für Rapid, gut spielen und wenn möglich gewinnen. Und wir gehen jetzt live ins Stadio delle Alpi, auf gut Wienerisch, auf ins Alpenstadion zu unseren Kommentatoren Peter Elstner und Hansi Müller. Einen schönen guten Abend, buonasera hier aus dem Stadio delle Alpi in Turin. Wenige Minuten noch und dann beginnt das vierte Spiel vom Rapid im Rahmen der Champions League in der Gruppe C gegen den Titelverteidiger, gegen Juventus Turin. Sie haben es ja schon so oft gehört, die großartige alte Dame des italienischen Fußballs. Und bei den Aufstellungen, da hat es doch eine Überraschung bei FC Juventus gegeben. Man hat angenommen, dass Boxic, der zweifache Europacup-Torschütze in der Champions League, nicht spielen wird. Juventus hat ein sehr schwieriges Programm zu absolvieren, 7 Spiele in 21 Tagen und der Trainer Marcello Lippi wollte seine Stars schonen. Aber Juventus, und das macht die Aufgabe für Rapid heute ungemein schwer, spielt mit allen Stars. Also mit Del Piero, der so lange verletzt war, mit Boxic als Sturmspitze und mit Zinedine Zidane, der von Frankreich gekommen ist und der in Wien nicht dabei war. Hansi, was hat sich da bei den Italienern ereignet? Ja, es hat sich folgendes ereignet, dass Del Piero unglaublich überrascht war, dass er überhaupt spielt. Und hat er bisher nach diesen 4 Wochen Knieverletzung erst 18 Minuten gespielt am letzten Samstag in Rom und ein Spiel im italienischen Pokal gemacht. Und deswegen ist er selbst überrascht gewesen, dass er aufgestellt wurde. Und das Zweite ist, dass man wissen muss, dass Marcello Lippi eigentlich ein Mann ist, der immer auf zwei feste Sturmspitzen baut, nämlich neben dem Boxic bisher der Vieri und diesmal Padovano. Oder auch Padovano, der ja am Samstag ein Tor gemacht hat. Aber inzwischen ist es so, dass er sagt, der Boxic ist auch ein bisschen müde, ein bisschen ausgelaugt und er möchte, dass Boxic ohne große Laufarbeit zum Abschluss kommt und deswegen stellt er ihm links und rechts zwei offensive Leute zur Seite.
Der Zidane spielt ja auch eine ähnliche Position in der französischen Nationalmannschaft und da verspricht er sich einiges davon. Sie haben es kurz vorher gesehen, an die 3000 Rapid-Fans haben auch den Weg nach Turin angetreten, teils mit dem Flugzeug, dem Zug oder dem Autobus. Und wir haben Anhänger in der Innenstadt getroffen heute Vormittag, die 13 Stunden gefahren sind, um ihre Lieblinge hier im Stadio delle Alpi zu sehen. Also für Anfeuerung von Seiten Rapids wird auch gesorgt sein. Bei Rapid zwei Sturmspitzen, Mandreco und Stumpf. Nur Lesjak, der ja nach einer Arthroskopie verletzt war, schon wieder gestern auch trainiert hat, sitzt auf der Tribüne genauso wie Gucki. An und für sich hat Rapid jene Mannschaft gestellt, die zuletzt gegen Sturm Graz angetreten ist. Der Schiedsrichter dieser Begegnung ist ein bekannter Mann, vor allem für die Austrianer. Hugh Dallas aus Schottland, ein Immobilienberater und Direktor aus Motherwell. Und er hat schon Dynamo Minsk gegen Austria Wien im Europapokal geleitet. Hier haben wir die grün-weiße Choreografie der Rapid-Anhänger in ihrem Sektor. Wirklich ein stimmungsvolles Bild und ein bisschen der zwölfte Mann könnte heute für Rapid dabei sein. Die Mannschaft spielt heute in Rot-Blau, also nicht in den traditionellen grün-weiß gestreiften Dressen, weil auf der anderen Seite ja auch gestreifte Dressen in Mode sind. Hier haben wir also die Aufstellung des Juventus FC, während die Champions League-Hymne ertönt. Peruzzi wieder im Tor, Ferrara, Torricelli, Montero, rechts im Raum die Libio mit der Nummer 7, Boxic 9, 10, Del Piero 9 in der Mannschaft, dann Deschamps, 14, 18, Jugovic, 21, Zidane und 22, Besotto. Und da haben wir die Rapidler mit Konsel im Tor. Sie sehen, sechs Spieler sind mit gelben Karten bedacht, Ivanov, Schöttl, Stöger, Kübauer, Mandreco und Thomas Zinker. Also die gesamte Abwehr eigentlich. Das macht die Aufgabe vielleicht ein bisschen schwer, nicht? Man muss ja heute ordentlich zur Sache gehen. Ja, aber es darf eigentlich keine Rolle spielen, Peter, denn hier kannst du dich nicht verstecken, hier musst du voll dagegen halten und wenn dann in Gottes Namen einer, weil er zu hart zur Sache gegangen ist in der einen oder anderen Situation, eben die zweite Gelbe kriegt, dann steht er in drei Wochen, aber mit Vorsicht hier ranzugehen wäre nicht richtig. Und hier sind die angesprochenen drei offensiven Leute, also auch die Livio, Deschamps und Jugovic sind ja alles andere als defensiv, also das zeugt von einer großen Offensive von Juventus. Das ist aber auch relativ offensiv, ne? Ja, auch der Ernst Dogovil versteckt sich nicht. Er hat ja nichts mehr zu verlieren. Juve will heute hier den Sack zumachen und Rapid, hier haben wir sie groß im Bild. Die hoffentlich die Helden von heute Abend und ich bin mal gespannt, weil vor zwei Wochen, ich habe es angesprochen, in der zweiten Halbzeit, war so, dass man nicht unbedingt die Segel hat streichen müssen. Da war etwas mehr drin, nur man hat vielleicht zu viel Respekt gehabt vor dem Gegner und ich hoffe, dass heute der Respekt nicht zu groß ist vor Juventus. Die Kapitäne, hier bezeichneterweise die erfahrensten, die beiden Torhüter, Peruzzi und Michael Konsel, der, drücken wir ihm natürlich die Daumen, heute wieder so ein Rückhalt für seine Mannschaft sein wird wie in Wien. Und wir melden uns vor dem Anpfiff dann gleich wieder. Ein spannendes Match wünscht Ihnen der bestes Fernsehprogramm. TV Media. Ernst Dokupil hat ja auch gemeint, dieses Spiel ist sicher das schwerste, das schwierigste Spiel im Rahmen des Europapokals und der Champions League. Aber ich glaube, das ist auch sehr wichtig. Es ist das Reizvollste für die Rapidler, gegen solche Stars wie Del Piero anzutreten. Und ganz, ganz bedeutend ist ein Faktum. Jeder Punkt, jedes positive Resultat, das Rapid hier erzielt, zählt. Vor allem nach dem gestrigen 1:0 Sieg in der regulären und Verlängerungsspielzeit vom GAK gegen Inter Mailand. Dann hat man leider im Elferschießen verloren. Aber man hat für die UEFA-Wertung zwei Punkte gemacht. Und das bedeutet, im Moment, Österreich liegt an der achten Stelle. Das würde bedeuten, dass Österreich zwei Teams in der Champions League stellen darf und ein Team mehr in den anderen Europapokal bewerben, das heißt im UEFA-Pokal. Aber hinter uns die Griechen, die Türken ganz knapp und die Russen, die vor uns gelegen sind, sind nur wenige Zehntel im Moment hinter Österreich, was den Gesamtfußball betrifft. Also Rapid hat hier eine schwere, aber eine große Aufgabe zu bewältigen.